Willkommen zurück zu Wreckfest und wir starten die letzte Serie in dem aktuellen Championship und ja, wir nehmen die Firefly, die habe ich jetzt auch dementsprechend ein bisschen angepasst, weil man sieht hier schon, muss durchschnittlich oder durchschnittlich haben die eine Leistung von 144 bis 45. Und die Firefly hat am Anfang nur, ich glaube, 133 oder sowas. Dann habe ich halt über die nächste Ausbaustufe genommen und ja, dann sollte das so halbwegs gut passen. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mal. Ja, und da sind wir auch schon, und wie man ja schon sehen konnte an dem Überblick. Gravel ist der Untergrund, Soft die Einstellung, das sollte sowohl halt okay sein und der Rest müsste so passen. Nein. So. Dann würde ich sagen, starten wir mal. Übrigens, da ich mich wahrscheinlich ja nicht qualifiziert habe für die nächste Serie, das kann man ja an den Streifen überall Fortschrittsbalken sehen, werde ich dann das danach nochmal ein bisschen nachbearbeiten, also die Rennen so fahren, dass ich dann die... Ja, fängt schon gut an. Hängt direkt mit dem richtigen Unfall an. Wollte gerade sein, werde ich auf jeden Fall so nochmal fahren, zweifeln, Schwierigkeitsgrad runter, um die Punkte zu erreichen, die ich brauche, um die nächste freizuschalten. Aber nach dem Championship hier werde ich auf jeden Fall nochmal erstmal Online-Rennen fahren. Mal schauen wir mal, wie wir weitermachen. Ich muss einfach mal halt wieder regelmäßig am Stück spielen, dann ist das auch nicht mehr das große Problem. Ich muss mich jedes Mal wieder neu an die Autos gewöhnen, das dauert immer zu lange. Aber jetzt erstmal die Position da vorne verbessern. Die fahren ja wieder alle wie immer im Pulk. Sollte das möglich sein, dann noch der eine oder andere Unfall dabei. Ja, leider nicht so gut. Klein Hummel, so passt. Und jetzt noch nah genug, um wieder angreifen zu können. Das sind doch genug, die ich jetzt überholen könnte. Oh nein, jetzt hat er natürlich auch aufgeholt, weil ich ein bisschen vorsichtiger war. Ich wollte es nicht übertreiben im Gas geben. Ja, der hat einen schönen Ausritt hingelegt, aber er hat sich da wieder reingesprungen. War nicht schlecht. Er ist auch mal gleich ähnlich versucht. Also nach dem Anfangsunfall ist das jetzt okay. Da war zwar viel, viel mehr drin, aber naja, muss man halt jetzt so hinnehmen. Aber genau wegen solchen Sachen habe ich ja auch so einen schlechten Stand in diesem Championship. Das habe ich einfach viel zu oft gemacht. Und da ich das nicht alles wiederholen möchte, nehme ich das halt so einmal auf und dann hole ich das halt nochmal nach. So. Gehen wir zum nächsten Rennen. Das lief ja soweit ganz okay. 11. Platz ist zwar nicht gut, aber immerhin als Anfang ist das in Ordnung. Da kriegen wir noch ein paar Punkte. Nicht viel. Ja, dann geht's weiter mit Rennen 2. Ich soll drei Leute crashen. Wir haben wieder eine Gravel-Strecke. Aber wie man sieht, die ähnelt doch sehr der letzten. Also eigentlich dürfte man in den Einstellungen nichts verändern müssen. Mal sehen, hoffentlich läuft es diesmal besser. Gut, ja, und dann trödeln wir auch nicht gerade so lange rum. Gehen wir direkt rein. Als 14. starte ich, na toll. Mal gucken, ob wir uns jetzt ein bisschen vordrängeln können. Vielleicht können wir ja den Bonus noch irgendwie absolvieren. Tja, erstmal würde ich sagen, erfüllen die anderen ihren Bonus. Das wäre direkt
Reset gedrückt. Schade, ist doch noch innen gezogen. Da misst ja manchmal einen Rückspiegel. Ach, Manu. Einer weg, der andere ist gekommen. Das ist so, aber dafür fliegt er jetzt auch. So, um zumindest mal den Bonus noch zu erreichen. So, haben sie den Bogen ein bisschen besser genommen, aber auch nicht wirklich gut. Aber die stehen alle noch da, recht eng beieinander. Also so gesehen wäre da schon was drin, als wäre einer rausgedrückt worden. Das ist halt leider schon die letzte Runde. Das war zu spät Gas gegeben. Das hat leider nicht so funktioniert, wie ich das gedacht hatte. Ja, da kommen wir als 14. ins Ziel. Das war so nicht gedacht. Tja, brauchen wir uns gar nicht mit abmühen. 160, wow, das hat sich halt mal so gar nicht gelohnt. Und diesmal werden wir auch alle Rennen damit in einem Video machen. Scheint eh nicht so lang zu sein. Deswegen machen wir jetzt auch direkt mit dem dritten Rennen. Entschuldigung. Weiter. Diesmal ist es Thea. Okay, dann sollte ich auf jeden Fall was ändern. Perform the best lap. Na gut. Wir werden sehen. Die Strecke ist auch ein bisschen länger. Gucken, ob ich da jetzt ein bisschen besser klarkomme. So, dann ändern wir natürlich die Einstellung. Das weiß ich nicht, aber eigentlich müsste man so einen Stiff wählen. Wobei, sollen die so langsam? Ich bin nicht ganz sicher, welche Strecke das ist. Wenn ich mir das so angucke, ich glaube es zwar zu wissen. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Doch, wir lassen es in der Mitte, das ist okay hier. So, dann geht's los. Jetzt wollte ich ja auch die Leistung auf den Boden bringen, mal anbremsen können. Das andere habe ich einfach nicht drin. Boah. Beziehungsweise, ich muss mich erst noch dran gewöhnen. So, Gas geben. Jetzt sind wir nämlich eigentlich recht zügig rausgekommen. Wenn es zu den anderen. Die natürlich wieder alles einreißen hier. Auch das sind drei Runden, aber wie gesagt, die Runden sind halt deutlich länger. Und dann ist auch ein bisschen mehr möglich. Ich bin zu weit rausgekommen. Ja, war gut gegangen. Ich bin im Heck. Die Bande getroffen hat. So, komm schon. Ich habe nur das Gefühl, das machen wir irgendwie besser als ich hier. Stehst mir im Weg. Sollte die schnellste Runde abliefern, ne?
glaube ich, nichts. Aber zumindest bin ich im Menschen 5, da das ist ja schon mal ein Anfang. Sieht deutlich besser aus als in den Rennen davor. Vierter. Und die Rundenzeit war gut anscheinend. Also zumindest war sie halt deutlich schneller als erste. Gut, das ist kein Wunder. Aber trotzdem, ich glaube, die war in Ordnung. Ich kann gerade nicht gucken, was da sonst so steht. Bestzeiten. Dann doch zu sehr auf die Strecke, logischerweise. Ich will ja schließlich noch jemanden überholen, wenn es geht. Ah, das sieht gut aus. Zweiter Moment. Drei von drei Runden, ne? Und da bin ich als erster ins Ziel. Also es geht doch. Der Untergrund macht's. Und die beste Rundenzeit. Na also. Tja, es gibt auch gleich ein paar Punkte mehr. Ich hoffe jetzt echt, die letzte Strecke ist auch auf Fair. Scheint mir ja doch zu helfen. So, Teer und Gravel, also beides. Naja, gut, ich soll mindestens einen rausschießen oder kaputt machen, wie auch immer. Gucken wir mal, was haben wir für eine Strecke? Oh, die ist kurz. Oha. Gut, dann stellen wir mal auf jeden Fall noch ein bisschen um, weil Stiff macht dann eigentlich keinen Sinn. Ach hey, wenn das die Strecke ist, die ich glaube, dann wird das für mich ein Problem. Wobei, dann sollten wir sie ein bisschen leichter hier einstellen. Haltung eher mittel. Differential eher offen. Und die Bremsen lassen wir so. Ja, alles richtig, ne? Und dann los geht's. So, zumindest mal daran vorbeigeschoben. Ja, da konnte ich natürlich nicht wirklich Gas geben, wenn so viele Leute rechts von mir sind. Hier sieht schon mal ganz okay aus. Oh nein, 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 ich bin von der Seite geschoben worden. Ja, ich habe mal Reset gemacht, weil das kostet einfach zu viel Zeit sonst. Aber das war jetzt ärgerlich, dass er mich da gedreht hat oder auf die Seite gelegt hat. Hat mir einfach nichts, ja, konnte ich nichts entgegensetzen und war halt auch nicht in der Lage, mich da schnell genug irgendwie zu drehen. Also, ob ich überhaupt auf die Reifen kommen wäre, weiß ich nicht. Dann nehmen wir lieber den Reset und starten hinter dem Feld. Gut, das war jetzt ein bisschen blöd, konnte ich weiter innen fahren wegen meinen Konkurrenten. Das ist halt schon die zweite Runde. Ich meine, die sind ja direkt vor meiner Nase. Es ist aber auf jeden Fall möglich und wir haben auch Teerabschnitte, wo ich besser bin. Da habe ich jetzt nicht wirklich was gewonnen, oder? Doch, ich bin schneller rausgekommen.
dann war das schon in Ordnung. Ja, genau, drück dich noch an mich ran. Schade, Priester. Ja. Ja, ich glaube, das reicht nicht, um nochmal zu überholen. So zwei, drei Positionen wäre schon ganz gut. Aber dafür reicht es dann nicht mehr. Ja, ärgerlich. Nur 14er geworden. Aber leider sehr viel mehr drin. Na gut, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist, lohnt sich nicht. Ja, The Rammer. Ja, den habe ich halt normalerweise schon. Ja, dann bekommen wir natürlich noch zum Abschluss Final Position 9. Ja gut, durch meinen ersten Platz in den dritten Rennen hat sich das natürlich insofern schon gelohnt. You have completed the series, ja. You have completed the championship. Oh boy, wow. Ich habe eine 6 von 50 Sternen. Das ist wirklich schlecht. Also Regional Juniors soweit abgeschlossen, aber mir fehlen halt Punkte. Und das ist das, was ich meinte. Man sieht oben den Progress. Das werde ich aber so nebenbei noch mal machen. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal, wenn ich das nochmal zeige, wo ich wie viele Punkte gelassen habe und geholt habe. Wobei hier wundert es mich ein bisschen, dass ich nur 20 bekommen habe. Da lief es gar nicht so schlecht. Aber gut. Es ist erstmal abgeschlossen und ich mache dann mit der nächsten, mit National Amateurs weiter. Werde aber zwischendrin auf jeden Fall nochmal ein paar Online-Rennen machen und dann würde ich erstmal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in Wreckfest. Bis dahin erstmal, ciao.